Hey oh Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ja, wir sind weiterhin in den Dungeon und haben in der letzten Folge finally den goldenen Schlüssel gefunden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob wir den jemals hätten finden können, wären wir nicht in diesen Dungeon gegangen. Frage ich mich wirklich gerade. Weil eigentlich, warte mal, hier vorne war doch auch noch eine goldene Tür, oder? Eigentlich hätte ich hier ja gar nicht rein müssen. Ach nee, ist keine Tür, es ist eine Wand. Mit einem Raum dahinter. Und einer goldenen Truhe, die wir jetzt aufkriegen. Toppers Schwert, nice. Das ist halt echt die Frage, hätten wir das aufgekriegt? Beziehungsweise, hätten wir den Schlüssel gefunden? Irgendwie anders. Ach, guck mal, wer da oben drauf sitzt. Lol. Toppers Stab. Einmal für ihn. So, du kommst mit. Und die Tür können wir auch aufmachen. Und da ist ein dicker Gegner hinter. Und zwar diesmal ein Untoter. So, haben wir hier irgendwas anderes noch? Nee, sieht fast nicht so aus. Hä? Nee, das ist ein Geist. Na gut. Angriff. Wir greifen das nichts an. Mit 14.000, Level 44. Widerstand gegen normale Angriffe und Schwäche quasi nichts. Ich würde sagen, dann greifen wir doch mit Edna an. Yes. So, wie sieht's denn aus? Oh, jetzt habe ich geheilt aus Versehen schon. 13.000 ein Angriff, das passt doch. Komm, das ging rein. Das sieht noch ganz gut aus. Das Nichts hat uns nichts entgegenzusetzen derzeit. Gut. So, 12.000, 2.000 schon weg. Läuft bei uns. So, ich muss einmal kurz reparieren. Aufladen. Und dann können wir wieder angreifen. Gut. 700 Powertreffer. Und nochmal. 1.000, 1.100, 1.200, 1.400. Nicht stoppen. Sehr schön. Hä? Wann haut er denn so Angriffe raus? Check ich gar nicht. Ich warte kurz. Und dann geben wir denen noch einen Apfelgummi. Und dann ist alles gut. So. 3.000 hat er schon verloren. Wir blocken einmal durch. Ich weiß nicht, was das für ein Angriff wird. Ja, war gut, dass wir durchgeblockt haben. Und... oh nein, oh nein. Oh doch. Alter. Zum Glück hat er den bei mir reingeschossen. Luck. Lucky, lucky, lucky. Lass ihn in Ruhe. Komm. So, sehr schön. Und zuschlagen. Und bam. Wir laden einmal auf, wie immer. Oh, fuck. Aufpassen. Blocken, 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 blocken. Ich lade mich wieder auf. Ja, der geht aber ganz gut. Ah, fast hätte ich ihn in der Luft getroffen, aber ein bisschen zu langsam. So, 1.100. Jetzt können wir nochmal ordentlich draufschlagen. Ah, so. Und blocken. So, dann werde ich jetzt dafür zünden. Ah, nur geheilt. Aber ist auch okay. Kann man auch mal machen. Einmal zurückweichen. Apfelgummi selber nehmen. Ich weiß gar nicht, wie es gerade aussieht. 6.000 hat er noch. Also relativ gut dabei. So, gegenblocken. Jetzt wird er angreifen. Jetzt will er angreifen. Oh, schön unterbrochen. Wie auch immer das gerade war. Sehr schön. Wir haben wieder einen großen Stein hier. Na, ich muss wieder aufladen. Sehr schön unterbrochen, Miglio. Nice. Läuft bei ihm langsam. Und ein großer Stein. Ah, schade. Wird er größer? Alter, werft doch mal einen großen Stein jetzt. Und. Einmal kurz gegenblocken. Das wird. Oh, er wurde wieder unterbrochen.
Und Kombo! Nice. So, der ist fast weg. 3000 noch. Oh, blocken! Ah, knapp. Ah, wirklich knapp. Sehr schön. Der Stein hat voll gesessen. Na komm, der ist fast hinüber. Oh, gegenblocken. Oh, die ist fast hinüber. Da geben wir nochmal einen Pfirsichgummi, sicherheitshalber. So, einen Stein werfen. Oh, jetzt kommt der große Stein, aber leider daneben. Schade. Hat gut geklappt eigentlich. Okay, ich muss mich kurz gegenheilen. Oh, fuck. Großes gefallen. Haben wir einmal gegen. Ist ja fast durch. Was ist das denn jetzt? Oh, jetzt habe ich den Falschen geheilt. Fuck, ich muss heilen. Am besten mit Traubengummi, glaube ich. Dann kann ich mich voll aufladen. Und das war's. Sehr schön. 3 Levelaufstiege am Start. Läuft bei uns. So, damit haben wir den nächsten Zwischenboss besiegt. Müssen mal gucken, weil wir sind hier noch nicht fertig in den Ruinen. Und ich will auf jeden Fall noch alles erkunden. Ich meine, wir haben die Zeit, von daher machen wir das auch, ne? Wäre blöd irgendwie, wenn wir nur die Hälfte erkunden, nur weil wir den Boss gelegt haben. So, gucken wir mal. Also jetzt rechts. Dann müssen wir hier rein. Guck mal kurz auf die Map. Ja, sieht fast so aus. Also wir gehen hier auf jeden Fall rein. Vielleicht kommen wir hier vorne auch gar nicht durch. Vielleicht hatte ich hier letztens schon reingeguckt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da haben wir auf jeden Fall wieder eine Truhe. Eine goldene mit 20.000 Gold. Alter, die goldenen Truhen lohnen sich richtig. Richtig geil, dass wir endlich diesen scheiß goldenen Schlüssel gefunden haben. Also ich sag mal, 50% aller goldenen Truhen haben wir natürlich jetzt schon überlaufen quasi. Und die sind halt weg jetzt, ne? Aber das ist okay. Also sie sind noch da, aber ich habe keine Lust, da nochmal hinzulaufen. Das ist dann eher das Ding. Und das passt doch jetzt richtig, richtig gut, dass wir den endlich gefunden haben. Dann können wir jetzt wenigstens immer die goldenen Truhen mitnehmen. So, jetzt können wir bestimmt auf der Seite aufmachen. Wundern wird es mich nicht. Nee, können wir auch nicht. Schade. Ich dachte. So, hier können wir aufmachen. Ach nee, das war der falsche. Ah, das ist schon wieder... Das ist für mich kein Gelb, aber egal. Also zumindest nicht, bis es anfängt zu leuchten. Hier ist noch eine goldene Truhe. Und Elixiere haben wir auch ein paar bekommen. So, hier vorne muss das jetzt sein, dass wir rein können. Ja, sehr schön. Vorne sind wieder Gegner wahrscheinlich. Ja, ein Untoter und ein Geist. Und ein Untoter. So, hier dürfte wieder eine Truhe sein, wenn alles gut geht. Ja, leider keine goldene. Ich will nur noch goldene Truhen sehen. Nur noch. So, und wir laufen natürlich wieder zurück. In den neuen Abschnitt noch. Und ganz am Anfang des Dungeons war ja auch noch eine goldene Tür. Vielleicht können wir die sogar auch noch aufmachen. Und vielleicht findet sich da ja dann sogar noch was drin. Wir gehen erstmal noch einen weiter, weil hier sind auch noch... hier ist auch noch ein Raum. Und vielleicht ist hier ja noch irgendwas. So, das ist jetzt aber grün. So, auf jeden Fall eine Truhe. Okay, können wir leider nicht nehmen. Und eine Abkürzung kann man hier hinten wahrscheinlich auch aufmachen. Nee, kann man schon wieder nicht. Lol. Seltsam. Warum bauen die das denn so und zeichnen es extra so ein, als ob? Hä? Was ist das für eine Logik? So. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Nur weil ich mich aufgeregt habe. Hm. Was soll's, was soll's. So, der nächste Raum. Beziehungsweise der nächste Abschnitt befindet sich hinter dieser Ecke. Hinter dieser Ecke lauert eine Treppe nach oben. Ja, warum nicht, ne? So, jetzt sind wir in dem Abschnitt, wo wir vorhin nicht hingekommen sind. Heißt, wahrscheinlich sind wir schon durch das Gebiet durch. Wenn mich nicht alles täuscht.
Was ist denn das jetzt für eine Verarsche? Hallo? So ein Code, ey. Oh Mann. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, nur weil das eine Verarsche war. Gemeinheit. Ah, ist egal. Dann laufe ich halt zurück, guck mir die Steingolems nochmal an. Und dann gehen wir auf die erste Ebene, versuchen nochmal die goldene Tür in der Mitte aufzumachen. Und dann sind wir auch schon durch den Dungeon durch und werden uns erstmal zurückbegeben zum Marvin. Marvin hieß er? Nee, Marlin, ne? Wie hieß der? Maven. Maven war das. Wie kann ich das nur vergessen haben, ey? Maven. So, da vorne ist der Speicherpunkt und wir mussten geradeaus weiter um... Wobei, vielleicht war am Anfang der Höhle ein Speicherpunkt? Ach, wir gehen nochmal durch, scheiß drauf. Kommen wir hier rechts schon rein? Nein, kommen wir natürlich nicht, schade. Ah ja. Bin ja nicht lauffaul, ne? Ich mach das ja einfach so. Ich laufe ja hier einfach lang. So, da vorne geht's raus Richtung höhere Etage. Und dann müssen wir nochmal eine Ebene durchlaufen und dann sind wir an der Tür. Ja, jetzt kommt hier noch ein Geist, war ja klar. Aber der verfolgt mich nicht. Also er verfolgt mich schon. Aber nicht so weit, dass er mich kriegt. So, jetzt müssen wir hier nochmal rum. So, hier durch. Muss ich mal gucken. Da drüben hin. Hier war keine Abkürzung, ne? Schade. Dann hier lang, dann links. Dann am Golem vorbei. Und jetzt geradeaus. Vor dem Gitter links. Biegen Sie jetzt links ab. Dann rechts und dann sind wir schon wieder an der Treppe. So. Und da ist der Ausgang bzw. der andere Raum. Sehr schön. Halt's Maul, ey. So, da einmal durch. Dann rechts und versuchen, den großen Raum aufzumachen. Sollte ja jetzt klappen mit dem goldenen Schlüssel. Vielleicht wartet hier ja noch ein Gegner auf uns. Nö, nur eine Truhe. Nur. Ah, schon wieder eine goldene Truhe und ein dicker Steinklotz. Und wir haben Herr Frosch gefunden. Okay, Moment. Herr Frosch. Den muss ich mir jetzt angucken, das ist Aussehen. Mode. Sorrel bekommt jetzt Herr Frosch. Oh mein Gott. Herr Frosch. Hallo, Herr Frosch. Der Steingolem läuft auf uns zu. Was können wir noch? Geräuschreduzierende Kopfhörer. Ne, das sieht ganz schön beschissen aus. Scheitel links, Sonnenbrille. Naja, Sonnenbrille war ja Mr. Cool hier. Alberne Brille. Koteletten, Rucksack, Teufelsflügel, Schiebersch... Naja, okay. Dann machen wir das mal weg. Wie war das wegmachen? Entfernen. Stil junger Mann. Ach, nach hinten. Aha. So, was haben wir hier? Hirtenkleidung, normale Kleidung, Aufbruch oder normale Kleidung... Hä? I don't see the Unterschied. Hirtenkleidung. Was hat denn Rose so am Start hier? Stil? Nee, die andere gefällt mir besser. Und reisende Mädchen. Oh, das sieht ganz cool aus. Boss der verstreuten Knochen ist auch ganz nice. Ritter. Was? Sie kann. Was? Okay, warte mal. Da machen wir mal das. Das finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Oder doch das normale? Ach komm, machen wir mal was anderes und Soray hat jetzt halt den Frosch auf dem Kopf. Sieht er richtig heldenmäßig aus, wenn er einen Frosch auf dem Kopf hat. Mal gucken, wer ihn noch ernst nehmen kann. Ich auf jeden Fall nicht.
So, damit sind wir aber hier durch, jetzt finally, ne? Und können erstmal zurück zum Häftlingssumpf. Und hier ist kein Speicherplatz. Was zum Henker? Ah, oh, da vorne war der Speicherplatz. Ah, ich verstehe. Da ist er. Knock, 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 knock. So, dann Reise zum Speicherpunkt. Und zwar, hä? Hier ist angeblich noch ein Stern. Wir wollen nach Logrin. Und mal kurz mit denen schnacken. Okay, scheinbar reicht das noch nicht. Gut, das heißt, wir werden jetzt wirklich die Sterne abklappern. Das Problem ist, ihr könnt mir nicht mal sagen, ob das stimmt, weil ich in Japan bin. Das Topper-Schwert ist besser, das ist natürlich interessant. Und okay. Mini-Piercing ist besser, Brünnhilde ist besser, der Hut ist schlechter. Das ist okay, das gönn weg. Giftwerk, gönn weg. Oh, wir haben richtig krasse Sachen gefunden. Krass. Okay, pass mal auf. Topas Schwert. Erstmal an Surrey. So, Topas Schwert. Alter, 413 Schaden. Das ist durchaus ganz nice. So, was war das? Der war auch besser, ne? 353. Der gibt 100 mehr. Und das ist wahrscheinlich 20 weitaus besser. Nee, warte mal. Die, da gibt es auch nichts. Der Plop-Ring war besser. Wobei, so viel besser ist der auch nicht. Aber naja, gucken wir mal. So, verkaufen. Dann haben wir hier, der kann jetzt weg, der Präzisierer. Mini-Piercing kann weg. Und Brünnhilde geht an Layla. Machen wir das mal ganz entspannt nacheinander. Brünnhilde an Layla. So, verkaufen. Okay, die Quarz-Tiara kann damit weg. So, dann haben wir den Schalenring, der kann an Rose. Ah, ich sehe mich schon wieder durchtauschen gleich. So, Schalenring geht an Rose. Sehr schön. So, damit kann der Animali-Ring weg. Die Feldspatenstiefel gehen an Layla und die Antriebsstiefel gehen an Rose, okay. Rose, Stiefel, Antriebsstiefel, Rose. Und Layla kriegt die Feldspatenstiefel, die ein bisschen besser sind, obwohl sie auch Feldspatenstiefel hat. So. Und die können weg. Und die Quarzstiefel sind wiederum besser bei Edna. Okay. Das ist so ein Ding, was wieder wahrscheinlich ausgeglichen ist von, welche waren jetzt besser? Die Quatschstiefel, ja. So, wahrscheinlich kaufe ich eh gleich neu. Okay, dann haben wir das erstmal weg. Perfekt, Nummer 1. Waren kaufen, Nummer 2. Erstmal die... Ey, wir haben so viel Kohle. Theoretisch könnte ich... auffüllen. Das mache ich auch. Musste gerade gucken, wie viel Kohle ich wirklich habe. Da bin ich sicher. So, Trank des Lebens werde ich auch mal auffüllen, sicherheitshalber. Und jetzt können wir noch ein paar neue Waffen kaufen. Und zwar hier, Toppers Papier. Das werden wir natürlich direkt ausrüsten. Das ist besser für Edna. Sehr schön. Aquamarinblau ist natürlich für Surrey. Und Toppers Stiefel natürlich für Surrey, weil... Ah, fuck. Schwierig. Die mache ich auch erstmal Surrey. So, jetzt gucken wir einfach mal. So. Lasst mich überlegen. Also, Artemis Mond kriegt Edna. Das kann eh kein anderer tragen. Und die Toppers Stiefel sind besser für Dazzle. Dazzle sei schon Savit, sorry. Topperstiefel für Savit. Und Edna bekommt noch, was war das? Das war hier, ne? Artemis Mond.
So, dann kann ich das jetzt nochmal verkaufen. Sorry, dass das so lange dauert manchmal, aber ich muss immer die ganzen Scheiße vergleichen und ich will das nicht so von Hand vergleichen, da habe ich immer nicht so Bock drauf. Und hier steht das ja immer direkt, was besser ist und was nicht. So, Leute, damit ist die Folge jedoch auch vorbei und wir machen uns auch in den nächsten Folgen weiterhin auf die Suche nach den Iris-Steinen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, ciao.